Heute möchte ich über diese unerklärlichen Ängste sprechen, die im Zusammenhang mit Medialität durchaus auftauchen können. Dieses Video ist für dich, wenn du an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich liebe Channeln, es macht mir Spaß, es ist toll, ich spüre, dass ich Fähigkeiten habe, ich vertraue den Fähigkeiten, die ich bekomme, Botschaften, es funktioniert das ganze Ding, ich freue mich drüber, ich liebe es, ich will mehr davon machen. Und dann kommt die große Angst, plötzlich, unerklärlich. Diese Angst tarnt sich auch manchmal in Aufschieberitis, also wenn du einfach nicht in die Gänge kommst, um das umzusetzen, was du umsetzen möchtest in Bezug auf Medialität. Und diese Angst zeigt sich auch manchmal in, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, doch ich bin gut genug, nein, ich bin nicht gut genug, diese Dinge. Wenn du das nachvollziehen kannst oder dies kennst oder einfach nur wissen willst, was ich dazu zu sagen habe, bleib dran, darum geht's heute. Medialität ist was unfassbar Schönes, für mich auch etwas absolut Heiliges. Und es ist eine wunderschöne Bereicherung in deinem Leben, wenn du dich darauf einlässt. Dennoch ist es so, dass es für viele Menschen völlig abstrus ist, unverständlich, dass es belächelt wird, dass es ins Lächerliche gezogen wird, dass es nicht verstanden wird und auch nicht verstanden werden will, dass die Menschen mit Vorsicht reagieren, ja, Sekte oder du musst aufpassen, wer weiß, was da passiert und so weiter. Also in unserer Gesellschaft ist, obwohl das die letzten 10, 20 Jahre massiv in einer Veränderung war, zum Besten aus meiner Sicht, zu mehr Medialität, zu mehr Präsenz, zu mehr Natürlichkeit in der Medialität, wofür ich stehe, weil sie uns Menschen einfach angeboren ist. Obwohl sich das so entwickelt hat die letzten 10, 20 Jahre, ist es immer noch so, dass der Großteil der Gesellschaft so macht, ne? Jetzt grob zusammengefasst. Und das hat einen Grund, dass das so ist, weil es eben sehr, sehr lange, sehr viele Jahre, sehr viele Jahrzehnte im Verborgenen gelebt wurde und gelebt werden musste. Warum? Weil sich Staat und Kirche einfach über lange Zeit dagegen gestellt haben, bis hin zur Verfolgung, bis hin zur Hexenverbrennung, bis hin zu, wie nennt man das, Exorzismus und so weiter. Ja? Das heißt, Bücherverbrennungen, verbotene Bücher und so weiter und so weiter. Das heißt, in unserer Menschengeschichte ist die Medialität, oder nehmen wir es noch breiter, die Spiritualität, also Medialität, Heiltechniken und so weiter, ist sehr an den Rand gedrängt worden, hat viel an Glaubwürdigkeit, an Bedeutsamkeit, an ihrem Platz einfach verloren, wurde abgelehnt, klein gemacht, lächerlich gemacht und so weiter. Ich will mich nicht jetzt 100-mal wiederholen. Und unterdrückt. Und wenn du es offen gelebt hast in der Vergangenheit, jetzt zum Glück nicht mehr, war das teilweise echt gefährlich. Und zwar konnte es da teilweise um Leben und Tod gehen. Dein Leben und dein Tod. Stichwort Hexenverbrennungen. Stichwort Verbannungen. Das ist noch nicht so lange Zeit her. Und das ist oft die Ursache dieser nicht so definierbaren Ängste, die dann in uns als Medium hochkommen können oder bei fast allen hochkommen, wenn sie Schritte gehen, die Richtung Öffentlichkeit gehen, ja, sich zeigen als Medium. Ich hatte definitiv viele Ängste und habe noch immer welche und bin da auch permanent am Heilen davon, weil ich mich einfach öffentlich zeige damit, zum Beispiel hier in diesem YouTube-Kanal. Ja, und weil mich auch Menschen angreifen dafür, ja, und schlecht machen und bla bla bla, ne, ich bin vom Weg abgekommen und so weiter. Ja, solche Nachrichten erreichen mich. Das heißt, es ist immer noch in vielen Menschen einfach so, dieser Gedanke, es ist falsch, wir müssen das unterbinden
Und in Wahrheit ist es für mich, jeder darf selbstverständlich seine Meinung haben, aber für mich ist es in Wahrheit so, dass es einfach eine schöne Möglichkeit ist, uns vom Göttlichen führen zu lassen. Und ich finde nichts Schlimmes dran, wenn wir uns von göttlichen Wesen, von himmlischen Wesenheiten führen lassen, von ihrer Weisheit und von ihrer Liebe begleiten lassen, egal welcher Religion wir angehören oder egal ob wir einer Religion angehören, unabhängig davon. Das heißt, diese Ängste kommen aus früheren Leben von dir, wo du Schlimmes erlebt hast, frühere Leben von dir, wo jemand dir nahestehender etwas Schlimmes erlebt hat, oder aus deiner Ahnenreihe, wo Ähnliches geschehen ist. Und wenn du Schlimmes erlebt hast oder jemand, der dir sehr nahe stand, dann kann es sein, dass du dir fest vorgenommen hast, nie wieder. Dieses Risiko gehe ich nie wieder ein. Das mache ich nicht mehr. Und dieses Versprechen, das du dir vielleicht früher eines Tages gegeben hast, das ist jetzt deine Bremse. Das ist jetzt deine Mauer. Das ist jetzt deine Blockade, wo unbewusst dein Inneres sagt, bis hier und nicht weiter. Es ist zu gefährlich. Dieses Risiko gehen wir nicht noch einmal ein. Dann gilt es, dich daran zu erinnern, du bist in diesem Leben sicher als Medium, als Heilerin, als spirituell wirkender Mensch. Du bist sicher in diesem Leben. Gott sei Dank, zum Glück, zu unserem größten Glück, können wir Medialität, Heiltechniken in unserer Zeit öffentlich leben. Und ja, es gibt Menschen, die das nicht gut finden. Es gibt aber auch viele, die das freudig und dankbar annehmen und die das bereit sind, auch selbst zu lernen und zu entwickeln, um es für sich einzusetzen und manchmal auch, um es nochmal für andere einzusetzen. Wenn du also diese diffusen, subtilen, manchmal starken, manchmal unerklärlichen Ängste hast, die manchmal ganz plötzlich kommen, wo du denkst, woher kommt das jetzt? Ich liebe es ja und ich mache es gerne und es macht mir Spaß. Warum habe ich jetzt plötzlich einen Widerstand und will da nicht weitergehen? Wenn du das erlebst, dann erinnere dich daran, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das aus der Vergangenheit kommt. Ahnenreihe oder frühere Leben. Da kannst du hinschauen, daran kannst du arbeiten, um es zu lösen. Ja, und verurteile dich nicht dafür. Ja, nicht, warum kann ich das jetzt nicht? Mach dich nicht schlecht, wenn du diese Bremse, diese Ängste spürst. Mach dich nicht schlecht dafür, sondern sag, ah, okay, das kommt wahrscheinlich aus der Vergangenheit und es ist noch in mir als Prägung, als altes Versprechen, das nicht mehr gültig sein soll, als Erinnerung, als was auch immer. Als Prägung gespeichert in den Zellen, in den Knochen. Es ist einfach noch in irgendeiner Form in dir und daran arbeitest du, um das zu lösen, um frei zu werden, deine Medialität in diesem Leben völlig frei zu leben, deiner Medialität völlig frei Ausdruck zu geben, damit deine Fähigkeiten so richtig gelebt werden können, damit deine Fähigkeiten so richtig das Potenzial auch. Jetzt weiß ich nicht, wie der Satz weitergeht, damit du dein Potenzial auch wirklich und wahrhaftig leben kannst. Das ist das Ziel meiner Medium-Ausbildung, in die du noch reinhüpfen kannst, wenn du möchtest. Das ist das Ziel meiner Kurse, das ist das Ziel meines YouTube-Kanals, dich zu ermuntern, dich zu inspirieren, deinen eigenen medialen Weg zu finden, deine eigene mediale, angeborene Medialität zu erkunden, zu erforschen und weiter auszubilden, weiter zu trainieren, weiter zu üben, weiter zu erforschen, um schließlich immer mehr deines medialen Potenzials, deines spirituellen Potenzials an die Oberfläche zu bringen und zu leben, zum Ausdruck zu bringen. Und da können diese Ängste verschiedene Stolpersteine darstellen zu verschiedenen Ebenen, verschiedenen Momenten und Zeiten. Und das ist in Ordnung und das ist okay. Und jetzt weißt du, was es ist und du weißt, dass du hier ansetzen kannst, wenn du möchtest. Und hier gibt es verschiedene Techniken. Wähle etwas, das für dich stimmt oder wähle einen Menschen, der dich dabei begleiten soll. Ein Stück weit machen wir das auf jeden Fall auch in meinen Kursen. Vielleicht reicht dir das schon. Oder du kannst für dich eigene Techniken anwenden. Denk dran, verurteile dich nicht dafür, wenn das kommt, sondern wisse, das ist Teil des Weges. Hier hast du die Möglichkeit, mehr zu lösen, mehr zu heilen in dir drinnen, um dann noch freier zu werden.
um deiner Medialität noch mehr Raum, noch mehr Bedeutung, noch mehr Zeit und noch mehr Freiheit zu geben. Hab eine super schöne Zeit. Ich glaube an dich, ich glaube an deine Medialität und ich glaube, dass du es schaffst. Wenn du möchtest, liegt der Weg vor dir und du schaffst es.